Servus, liebe Motorsportmagazin.com-Leser. Wir hatten heute prominenten Besuch bei uns in der Münchner Redaktion. Und zwar Marco Wittmann war hier, der DTM-Champion von 2014. Wir haben dem Marco mal so ein bisschen gezeigt, wie wir hier den ganzen Tag arbeiten, aber haben ihn auch ein bisschen herausgefordert, und zwar mit der MSM Challenge. Wir waren Kickern und haben ihm auch im Simulator antreten lassen. Und ja, schaut euch einfach mal an, was der Marco hier so geleistet hat. Mir macht es Spaß, vor allem auch mal hinter die Kulissen zu blicken, wie das Ganze entsteht und gemacht wird. Es ist interessant für mich auch zu sehen, auch gerade so hier im Print-Bereich, auch wie die Designs entstehen, die Bilder zusammengearbeitet werden, ist interessant. Ja, ich meine, klar, mit dem Kicker hat man eine super Mittagspausenüberbrückung. Tut mir leid, dass ich euch abgezockt habe. Wir waren ganz klar die bessere Mannschaft. Marco, wie viel ist denn 7x3? 7x3, 21. Bei deinem ersten DTM-Podium, wie viel da bist du geworden? Zweiter. Welche Strecke ist dieses Jahr aus dem Kalender rausgeflogen? Waschersleben. Wie lange ist die Strecke? Waschersleben? Ja. Keine Ahnung. Wie viele Podestplätze hast du bisher in der DTM erfahren? Gute Frage. Ich würde mal auf 9 schätzen oder 10, aber ich weiß es selber nicht genau. 6 Siege kann ich dir sagen. Spielberg, Hockenheim, Zandvoort, nicht. Budapest, Nürburgring. Es war ein super toller Tag. Ihr Jungs habt da so einiges für mich aufgebaut. Und mir auch gezeigt, wie ihr arbeitet oder wie ihr auch vielleicht eure Mittagspausen verbringt. Super, vielen Dank, Marco Wittmann, für deinen Besuch. Klasse. Danke auch.